Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einem ganz besonderen Getränketest. Ich habe euch ja schon einige Sorten von der Emio-Limonade vorgestellt und war bisher immer begeistert, vor allen Dingen meine Geschmacksrichtung, weil die endlich mal was Neues gemacht haben, was anders schmeckt. Und auch diese limitierte Edition, sie heißt Winter Paradise, hat es in sich. Die Geschmackskombination ist so außergewöhnlich. Pflaume ist noch klar, kann man mit Winter assoziieren. Birne finde ich auch passt gut zum Winter. Und dann kommt tatsächlich, das ist der Geschmack, Pflaume, Birne, Erdbeere und Zimt. Krass, oder? Ich finde es sensationell. Also da sieht man auch schon an dieser Sortenauswahl, dass man sich da Gedanken zugemacht hat. Ne? Gerade so im Getränkemarkt gibt es ja irgendwie den x-ten zuckerfreien Klassiker oder Eistee, mal wieder XYZ. Und das finde ich echt cool. Deswegen stelle ich es auch so gerne vor. Gibt es nämlich schon seit einer Woche bei Kaufland. Und ich mache jetzt mal die Dose auf. Und dann schauen wir uns das mal an. Übrigens, Zucker wollen ja auch immer alle wissen bei den Getränken. Finde ich für eine Limo echt in Ordnung. Ja, also sind 7,1 Gramm Zucker auf 100 Milliliter drin. Und Zutaten, weitere Zutaten, Nährwerte und wie viel Obst und Frucht da wirklich drin ist. Ist halt eine Limo. Seht ihr am Ende des Videos. Da habe ich jetzt nämlich die Fotos gemacht von der Zutatenliste. Design finde ich übrigens auch ziemlich geil. Das riecht auf die Birne. Die Birne kommt ja durch. Da haut es mich ja fast in der Küche um. Es ist eine Küche, ihr Lieben. Es ist kein Badezimmer, denn wer hat schon Nutella im Badezimmer? Ich hoffe, keiner. Oder kann man damit eine Gesichtsmaske machen? Ich weiß es nicht. Jetzt gibt es erstmal die Limo hier. Und ich gucke auch nochmal drauf. Pflaume, Birne, Erdbeer-Zimt-Geschmack. So sieht's aus. Wie cool. Und das ist auch ein richtig schönes, winterliches Rot. Übrigens mit Kohlensäure. Geil. Vor allen Dingen, es kommt von allem etwas durch. Man schmeckt so ein bisschen Erdbeere. Dann hat man so ein bisschen Birne und Zimt. Und im Abgang eine ganz leichte Zimtnote. Also auch wenn euch vielleicht der Zimt abschreckt und ihr sagt, ihr mögt keinen Zimt. Also der Fruchtgeschmack setzt sich durch. Der Zimt gibt dem Ganzen so einen winterlichen Abschluss. Und das finde ich echt gut. Ich frage mich auch immer, wenn so ein Getränk konzipiert wird, wie viele Runden man da wohl durchgeht, bis man den perfekten Geschmack gefunden hat. Weil ich finde den Geschmack hier wirklich sehr, sehr gut gelungen. Da würde ich mal gerne vorbeischauen in der Geschmacksversuchsküche. Also, auf einer Skala hier von 1 bis 10 überzeugt mich auch diese Limo als Limo mit dem Wintergeschmack. Echt volle Punktladung, ja, aber ich finde es richtig gut. Und dann denke ich, jetzt verschenke ich hier 10 Punkte oder was, aber ich finde, es erfüllt genau das, was es verspricht. Und geschmacklich finde ich es perfekt gelungen. Und wenn es perfekt ist, dann gebe ich 10 Punkte, ihr Lieben. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüssi!